Markus Stäuble, live von der Mobile Developer Conference in Hamburg. Neben mir Ecke Gens, unser Stammautor zu BlackBerry. Ecke war auf der BlackBerry DevCon. Ecke, vielleicht möchtest du uns etwas zur Konferenz erzählen. Was waren die Highlights? Waren viele Teilnehmer da? Einfach ein bisschen Emotionen von der Konferenz? Ja, erstmal war ja schon mal ganz erstaunlich. Alle sagen, Rind ist tot und da passiert nichts mehr. Und auf dieser Konferenz in Amsterdam, die war ursprünglich geplant für 1200 Teilnehmer und bei 1800 haben sie Schluss gemacht, war total überbucht, alle Sessions waren ausgelastet und es war eine tolle Stimmung dort. Und was natürlich hinzukam, das erste Mal der neue CEO, der deutsche Thorsten Heinz, hat dort die Eröffnungssession gehalten und da waren natürlich alle sehr gespannt, wie er sich dort schlägt und insgesamt die Stimmung war, wie gesagt, wirklich super. Und es wurde viel über die neuen, die neue Plattform dort erzählt, über das Playbook OS 2.0, was ja jetzt als nächstes kommt und was die Vorstufe ist zu dem BlackBerry 10-System, was in der zweiten Jahreshälfte dann kommen wird für die Smartphones und Tablets gemeinsam. Ich habe so noch das Gefühl, dass BlackBerry in Deutschland irgendwie noch Problem hat bei den Entwicklern. Wie siehst du das? Wie möchte RIM es schaffen, dass neue Entwickler auf die Plattform gehen? Ich meine, wir haben Android mit Java, alles ganz einfach, aber wie sollen neue Entwickler auf die Plattform kommen? Ja, das ist natürlich erstmal schwierig für RIM, das muss ich zugeben. Hier in Deutschland, wenn ich irgendwo auf mobile Konferenzen komme, 90% sind Android- oder iOS-Entwickler und wenn ich dann meine Hand hebe und sage, hey, hier ist auch noch BlackBerry, bin ich eher wie so ein Exot. Aber wenn ich dann mal meine Anwendung zeige, die ich mit BlackBerry programmiert habe, dann sind viele sehr erstaunt, was für tolle Anwendungen man schon mit dem jetzigen System programmieren kann. Und ich weiß, dass also RIM hier in Deutschland ist sehr enterprise-lastig und die stellen sich gerade erst um und sie werden auch in Zukunft auf solche Konferenzen wie diese hier, die Mobile Developer Konferenz und so sicher kommen und sich präsentieren und zeigen, was sie haben. Und RIM hat sich in der letzten Zeit sehr geöffnet. Zum Beispiel gibt es bei GitHub an die 50, 60 Open-Source-Projekte von RIM, das wissen noch nicht alle. Und ich kann für das neue Betriebssystem programmieren in C, in Qt, in Python. Ich habe alle möglichen Open-Source-Frameworks, ich habe Adobe Air, ich habe meinen Android-Player, ich kann Android-Anwendungen auf dem BlackBerry-Gerät laufen lassen. Und mit dem neuen eigenen Cascades UI-Framework von der Firma TLT aus Schweden, die sie eingekauft haben, da entsteht ein modernes Super-Framework, was sich sehr einfach bedienen lässt. Und da glaube ich, wenn das einfach von RIM rübergebracht wird und auch ankommt bei den Entwicklern, wenn sie mehr präsent sind hier, das fehlt einfach aus der Vergangenheit heraus. Aber da arbeiten sie. Genau, sehe ich genauso, Ecke, so wie du. Präsenz, die fehlt hier noch. Einfach noch die letzte persönliche Frage. Immer überrascht, warum machst du BlackBerry? Wie bist du dazu gekommen? Warum machst du kein iOS, kein Android? Also könntest du sicherlich genauso gut. Warum machst du BlackBerry? Also zum einen habe ich auch gemischte Projekte. Ich habe derzeit ein Projekt, das ist gemischt. Da werden sowohl BlackBerry als auch Android entwickelt, parallel und auf dem Server entsprechend gemeinsam zusammen. Zu BlackBerry gekommen bin ich durch Zufall. Das war eine Kundenanforderung. Und nachdem ich alle Use Cases durchgegangen bin, ist nur BlackBerry übrig geblieben, weil es war dort sehr wichtig zum Beispiel für die Firma, dass Aufträge, die zum Lkw-Fahrer gepusht werden, dort auch garantiert ankommen. Und das einzige Push-Service-SDK, das sowas kann, war das von BlackBerry. Ich werde ja auch hier auf der Konferenz noch über Push-Services berichten. Dazu kommt, dass eben BlackBerry ja nicht nur die Entwicklung ist in irgendeiner Programmiersprache, sondern wir haben die ganzen Plattform-Services, wir haben den BBM-Messenger, wir können uns in alle nativen Anwendungen tief reinbringen, eigene Menü-Einträge dort haben. Also man kann eine Anwendung so programmieren, dass der Benutzer gar nicht merkt, dass die Anwendung genutzt wird, weil sie einfach überall tief drin steckt. Und damit kann ich Dinge bauen, die auf anderen Plattformen nur sehr schwer zu verwirklichen sind. Ecke Gens, danke für das Interview, danke, dass du gekommen bist und wir freuen uns morgen auf deine Session. Vielen Dank, Ecke.